Hallo, ich bin Simon. Ich studiere Veterinärmedizin an der FU und ich zeige euch heute, wie mein Studium mit Büchern und mit Tieren aussieht. Wir hatten immer Haustiere schon, mindestens eine Katze und ein Hund. Als meine Katze dann krank wurde, habe ich angefangen, beim Tierarzt noch nebenbei zu arbeiten, um die Rechnung zu bezahlen. Und da dachte ich mir dann, dass das ist es, das will ich studieren. BAföG hilft sehr viel. Und ich arbeite jetzt ungefähr die Woche 6 bis 8 Stunden beim Tierarzt noch nebenbei. Zurzeit bin ich jetzt im ersten Staatsexamen und eigentlich stehe ich morgens auf, gehe dann um 8 in die Bibliothek. Also für mich stand es nie außer Frage, dass ich BAföG beantrage, weil ohne BAföG hätte ich wahrscheinlich gar nicht erst studiert, weil es gibt zwar diese Bildungskredite, die man aufnimmt, aber die haben halt nicht diese super Konditionen, die man beim BAföG hat. Sport bedeutet mir sehr viel, weil es ein sehr guter Ausgleich ist zu dem ganzen Lernen und auch zu dem Stress, den man ja in der Uni hat. Ich kann da persönlich gut abschalten und das merke ich auch immer wieder, wenn ich irgendwie eine Verletzung habe und längere Zeit keinen Sport machen kann, dass mir da dann irgendwas fehlt. BAföG hilft mir in jedem Bezug meines Lebens, hilft mir dabei, dass ich mehr Zeit habe, weil ich weniger arbeiten muss. Nach dem Studium würde ich gerne im paraklinischen Bereich arbeiten. Das sind die Fächer, die nicht direkt mit der Klinik zu tun haben, also nicht Chirurgie oder Innere, sondern eher so Pharmakologie, Virologie. Mach deiner Zukunft deinen Antrag.